Hallo, liebe Freunde der Zahltagstrategie. Ja, noch eine Frage will ich beantworten, die kürzlich in den Kommentaren aufgetaucht ist, ob ich denn nicht mal ein Kuchendiagramm gemacht hätte von meinem Portfolio. Selbstverständlich habe ich sowas. Ich habe sogar insgesamt 6 oder 8 Kuchendiagramme zu meinem Portfolio, aufgeteilt nach den großen Sektoren, aufgeteilt nach den über 30 Industriezweigen, in denen ich unterwegs bin, aufgeteilt nach den einzelnen Firmen, in die ich investiert habe, aber auch aufgeteilt nach den Dividendenströmen, die mir beispielsweise einzelne Sektoren, einzelne Industriezweige oder eben auch die einzelne Firma für mein Gesamtdepot liefern. Ich habe hier mal eins mitgebracht, so ein Kuchendiagramm, und ich will hier mal so exemplarisch auf 2, 3 Dinge hinweisen. Also man sieht hier zum Beispiel, dass 46% meines Geldes im Augenblick in den REITs stecken. Das sind jetzt rein die Aktienpositionen, da sind also Optionen nicht mit drin und das berücksichtigt auch nicht den Dividendenfluss. Ja, ist das jetzt ein schlecht diversifiziertes Portfolio oder ein gut diversifiziertes, wenn man fast die Hälfte seines Geldes in Immobilien gesteckt hat? Nun, zum einen, Immobilien sind etwas, was schon viele Menschen recht reich gemacht hat, aber das ist hier nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich muss ja ein diversifiziertes Portfolio über viele, viele Jahre aufbauen. Ich muss doch opportunistisch immer dann genau das kaufen, was billig ist, wenn es billig ist. Das heißt beispielsweise für mich im Jahre 2013 und 2014, als das erste Mal das sogenannte Taper Tantrum strapaziert wurde, also als die amerikanische Notenbank das erste Mal das Wort Zinserhöhung in den Mund nahm, da war es ja noch gar nicht um Zinserhöhungen faktisch geschehen, ja, da kamen die REITs mächtig unter Druck. Und als die so richtig billig waren, habe ich mir den LKW vollgeladen damit. Und wer damals mein Portfolio angeschaut hätte, hätte festgestellt, dass ich da teilweise zu 60% oder 70% in REITs investiert gewesen bin. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass ich in einem sehr frühen Stadium meines Depotaufbaus war. Ja, es gibt andere Zweige, wie zum Beispiel die Industriekonglomerate, die in meinem Portfolio überhaupt nicht vorkommen, oder auch Technologie, die sehr gering gewichtet ist, wie man hier sieht. Ich glaube, 5% sind das, ja, und die Konglomerate 0%, Industriewaren 0%. Woran liegt das? Diese Unternehmen waren in den vergangenen 4 Jahren einfach immer zu teuer zum Kaufen. Und die einzige Aktie, die ich mal hatte aus dem Industriebereich, nämlich General Electrics, konnte ich zum Glück rechtzeitig und mit Gewinn verkaufen. Mittlerweile wissen wir ja, die Aktie hat im vergangenen Jahr nicht nur 40% ihres Preises verloren, sondern auch die Dividende um 50% wieder einmal gekürzt. Also eine absolute rote Karte für mein Depot in diesem Falle. Also wer Diversifizierung betreiben will, und das ist die Quintessenz des heutigen Videos, der sollte nicht nach dem Lehrbuch vorgehen, sondern er sollte zunächst einmal einen Plan machen, was er überhaupt für eine Depotgröße anstrebt, und sich dann anschauen, was ist gerade im Markt günstig zu kaufen. Bei mir waren es 2013, 2014 die REITs. Ich habe dann 2015 ein bisschen Ölunternehmen gekauft, beispielsweise eine Chevron, die damals alle recht günstig zu kaufen waren, auch Helmerich und Payne, der Bohrinselbetreiber oder Bohrturmbetreiber, ja, der führende weltweit führende Ausrüster, ein Dividenden-Champion. Die sind alle 2014, 2015 in meinem Depot gelandet. 2017 ist ein Sektor dazugekommen, der so gut wie gar nicht präsent war. Das sind die Consumer Goods, also Einzelhändler, aber eben auch solche Sachen wie VFC, wo ich gesagt habe, das ist ein Dividenden-Champion, der Anfang 2017 sensationell billig war. Ja, und da musste ich dann einfach zuschlagen. Ich bin mit meiner Diversifizierung natürlich noch lange nicht am Ende angekommen. Aber eins ist schon absehbar. So viele REITs werde ich wahrscheinlich nicht mehr kaufen, obwohl die jetzt gerade wieder günstig sind. Aber die sind in meinem Depot reichlich vertreten.
Andere Unternehmen, da warte ich händeringend auf Rücksetzer, um beispielsweise auch mal günstig an eine Apple, an eine Microsoft ranzukommen oder auch aufzustocken, andere Positionen, wo mir einfach die Aktienkurse ja im Augenblick utopisch erscheinen und ich sage, zu dem Preis will ich auch das beste Unternehmen nicht kaufen. Das zum Thema Diversifizierung. Passt schön auf euer Geld und ich freue mich auf eure Kommentare und Fragen. Bis zum nächsten Mal, euer Nils Gajowi.